Wem folgst du nachher in deinem Leben? Diese Frage zu beantworten ist mega wichtig. Wir leben schlussendlich viel zu kurz auf dieser Welt, um dieser Frage nicht genug Gewicht zu geben. Wenn wir jemandem nachfolgen, ist die Frage, woher folgen wir? Wo, mit wem? Warum? Und was ist dein Ziel auf diesem Weg? Und wenn du unterwegs bist, brauchst du eine klare Sicht, damit du weißt, wo der Weg durchgeht. Aber wenn du nicht ganz klare Sicht hast, weil es könnte dazwischen ja ein bisschen nebeln oder Dunst aufkommen, Unklarheit in deinem Leben, wo du nicht recht weißt, was jetzt damit anfangen sollst, wo dir deine klare Sicht eben raubt und es einfach nebelt, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht nur an Nebel gewöhnen. Weil wir Schweiz zum Teil sind von einem Jahr, 3 Monate im Nebel und nach 2 Monaten 3 Wochen, 6 Tage, denkst du, es gibt nur noch Nebel. Nebel. Auf das Mal ist Nebel Realität. Sachen werden dir gesagt, zum Beispiel, du bist nicht schön, du bist dumm, du bist nicht gescheit, du bist zu wenig gross, du bist was auch immer, und du glaubst es auf das Mal. Und das ist aber nicht die Wahrheit, sondern es ist Nebel. Aber wenn du nur noch Nebel hast, dann weisst du gar nicht, dass es über dem Nebel noch eine Sonne gibt. Jetzt sehen wir ein kurzes Bild. Diesen Winter hat es im Skigebiet Lenk-Hannemoos einen tragischen, tödlichen Unfall gegeben. Es war stockdicker Nebel und die Frau hat kaum 5 Meter weit gesehen. Und die ist nachher in den Grab runtergefahren und hat das Knie gebrochen. Morgen um 10 Uhr ist das passiert, am Sonntagmorgen. Das Tragische daran ist, wenn man klare Sicht hat, die Piste ist mega schön, die ist gut markiert, es passiert nichts. Und die hat nicht gewusst, wo sie ist, die hat die Orientierung verloren und darum schlussendlich ist sie vom Weg abgekommen. Das heisst, wenn wir keine klare Sicht haben, dann kann es sein, dass wir uns verirren und nicht wissen, wo wir jetzt sind. Wir haben den Frühling Ostern gefeiert und da ist Jesus gekommen zu den Jüngern und hat gesagt, hey, Friede ist mit euch. Und die konnten das nicht realisieren, weil die haben, ihre Sicht war vernebelt, ist verschwommen und haben nicht gewusst, dass das eigentlich die Realität ist. Jesus ist auferstanden, er schenkt Frieden. Für sie war immer noch, Jesus ist im Grab, wir sind verfolgt, wir haben Angst. Und das war ihre Realität. Und was machst du, wenn du Angst hast? Du gehst irgendwo an einen Ort her, wo es dir sicher ist, wo du dich sicher fühlst. Die Jünger sind dann zurückgegangen und gesagt, komm, keine Ahnung, was wir jetzt machen wollen. Wir sehen keine Zukunft, es ist vernebelt alles. Wir gehen wieder zurück in unser altes Leben. Wir gehen Bötli fahren, die unsere Fischernetze auswerfen und dazu fischen. Und weißt du, das Coole ist, dass Jesus nicht gesagt hat, hey, geht's eigentlich noch? Was macht ihr Spinner jetzt da? Ich bin auferstanden, ich war bei euch, ihr habt mich gesehen, ich habe euch Frieden, Botschaft weitergegeben. Und jetzt geht er auf Bötli fahren. Sondern Jesus kommt mit der Liebe und sagt einfach, hey, ich suche euch auf, ich nehme das Wunder, wo du bist, was du machst. Und er fragt nur eins, hast du mich gern? Und diese Frage hat dem Petrus den Nebel vorgetan. Es war kein Nebel mehr da, sondern klare Sicht. So wie er über das Nebelmeer kommt, hat er einfach gewusst, hey, und jetzt habe ich eine ganz neue Perspektive. Ich muss nicht etwas, ich habe meine klare Sicht. Und das hat immer neue Perspektiven gegeben. Und ich wünsche dir, dass du scharfsichtig wirst, immer mehr, und dass der Nebel nicht dominant ist in deinem Leben, sondern dass die Sonne über dem Nebelmeer deine Realität ist. Und das ist die Botschaft von Jesus, sein Frieden und sein Licht.